Oh, seht euch nur diese Landschaft an. Diese friedliche Landschaft mit dieser coolen Sonne mittendrin. Verdammt, ist das cool hier. Und dann hier drüben der dunkle Turm. Goddammit, get out of my thumbnail, wir waren Gefährte, nein! Oh, Bastard. Wasserfall. Hör zu, Fremdling. Du darfst unsere grandiose Oase betrachten. Aber rühre nichts an. Ups. Du wurdest gewarnt. Okay. Hab schon was angefasst. Hab schon was angefasst. Hab schon was angefasst. Ja. Oh. Bist du auch freundlich? Mir missfällt das Funkeln in deinen Augen, Fremdling. Du siehst nach Ärger aus. Ich werde dich beobachten. Mach das, mach das. Oh. Oh. Ja, das muss sie sein. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich weiß nicht. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was? Du bist ein Roboter. Du hast gar keine Gefühle. Wow, wie unverschämt und falsch. Oh, mein Fehler. Sowas von dein Fehler. Was? Ach, jetzt hast du uns alle dem Untergang geweiht. Thronöffner. Was ist gerade passiert? Wer bist du? Was hast du dir dabei gedacht, du ignoranter Köter? Und wer bist du, dass du so mit mir redest? Du hast vermutlich von mir gehört. Ich bin Gerrit von Trivial. Monsterjäger, Dämonentöter und Hexenküsser. Ich beschütze diese Welt für Geld. Und du hast gerade das wahre Böse darüber gebracht. Ich habe nur nach Beute gesucht. Und dabei hast du den Geist von Salissa, der bösen, gewundenen Wassergöttin, geweckt. Jetzt wird ihre Bosheit die Gewundenen der Wüste verderben und zu ihren blutrünstigen Sklaven machen. Siehst du? Sie kommen! Ich bin gleich wieder da. Salissa! Das hat gedauert. Komm hierher. Wir müssen für Ordnung sorgen, bevor Salissa die Gewundenen zu ewigem Zorn verdammt. Oder noch schlimmer, die ganze Welt ertränkt. Geh voraus in Salissas ewigen Quell des Wohlseins. Ah. Laufen ist okay. Was für Bauer. Also, treffen wir uns dort. Hallo Bauer. Schwester! Von einem warmen Blut niedergestreckt. Ah. Selbst die Kisten schon cool aus hier. Ich hab einen goldenen Geldmacher. Eine Falle. Cool, wie genau. Eine goldene Kugel habe ich hier gesehen. Vielleicht ist das ja eine kleinere Map. Und wir mal das gerade sagt. Ja, ja doch, ein bisschen kleiner kann man schon sagen. Und in meinen Nahkampf bringen. Der Ring des Nahkampfs. Dann hoffe ich, dass ich nach dieser Map Level 40 habe. Und genug Geld für Rucksackplätze. Das Box Opening.
Nahkampfwaffe wird hier bleiben, so wie es ausschaut. Keine goldenen Kugeln hier. Weißt du, es gibt eine Prophezeiung darüber. Da heißt es, das erste Siegel wird von einem stümperhaften Trottel gebrochen werden. Das bist übrigens du. Ich hab den Eindruck, der Typ ist nicht sehr nett. Nein, das ist er wirklich nicht. Und wieso ist dieser miese Peter überhaupt so miese, Petrig? Der Sand wird kalt. Keine goldenen Kugeln hier. Schaut nicht so aus. Okay, dann halt keine goldenen Kugeln. Dann gehen wir halt weiter ohne goldenen Kugeln. Mit goldener Loot und goldenem Geld im Kopf. Surprise! Hey, wie war nochmal der Name? Garrett von Trivial. Der bekannteste und beste Monstertöter im ganzen Land. Tausende von Abscheulichkeiten starben durch meine Hand. Komm schon, jeder kennt meinen Namen. Barden besingen meine Taten. Ach ja? Nenne mir eine davon. Ich habe einmal auf dem Rücken eines Einhorns eine Frau getötet. Das klingt logistisch gesehen anspruchsvoll. Ha, ich weiß. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. 15, ja, ist eine kleinere Map. Darf zu schießen. Bin freundlich. Fast. Auction Skill Tower. Hey. Okay, hier geht's weiter. Hier geht's zurück anscheinend. Warum habe ich das Gefühl, dass ich darüber parkouren kann? Aber Karte sagt nein. Glauben wir der Karte. Coole Welt auf jeden Fall. Coole Welt. Ich bin damit beschäftigt, echte Monster zu bekämpfen. Also kümmere du dich um den kleinen Scheiß. Mach ich. Ich guck ein Geld aus. Ich habe deine Werte aufgenommen. Großmutter, vergib mir! Da lebt doch nichts mehr, oder? Das ist der Weg hinauf. Wo ist das Ding da? Gut gekämpft! Hier rüber! Für eine Glatthaut! Aber was ist hier? Okay, Garrett. Siehst du, das ist alles, was von Salissa übrig ist. Sie wurde auf ihre ursprüngliche kreative Essenz reduziert. Diese Kugel, dieses Gefängnis, versorgt die ganze Oase mit Wasser. Ihr derzeitiges Dasein verdankt sie den ersten Wesiren während der Strömung des Verrats. Indem du Salissas Geist befreit hast, hast du nicht nur die Oase, sondern die ganze Welt in Gefahr gebracht. Uns bleibt nur, ihre drei gespaltenen Aspekte zu vereinen, um sie wiederzubeleben und sie dann zu töten. Also, wir verhindern ihren Ausbruch, indem wir sie befreien? Und dann hoffen wir, dass wir eine böse Göttin töten können? Wir müssen es tun, bevor sie ihre ganze Macht zurückerlangt. Dir fehlt einfach meine Erfahrung, um es zu verstehen. Also geh. Du musst beenden, was du angefangen hast. Du brauchst die noch warmen Lebensherzen Salissas grausamster Schöpfungen. Der Seewarge. Oh. Wenn du damit fertig bist, arbeiten wir daran, Salissas körperliche Form freizusetzen. Ich selbst werde inzwischen gegen andere Monster kämpfen und Reagenzien für Öle und Tränke und Dinge für den Kampf gegen Salissa sammeln. Du bist also allein. Das bedeutet, halt's Maul und lass mich in Ruhe. Mensch, Tina, warum muss dieser Kerl denn so ein Arsch sein? Hey,
Nicht jeder besteht nur aus Sonnenschein und Bonbonswellen. Manche Leute haben Probleme. Er auch. Ich finde, er könnte trotzdem weniger arschig sein. Ja, könnte er. Ist er aber nicht. Ah, hier stehe ich in der Präsenz von Salissas ursprünglicher Essenz. Die Nähe zu ihr lässt meine Schuppen vor Furcht erzittern. Obwohl sie natürlich der Ursprung des Wassers in der Oase ist, also kann selbst Salissas Bosheit zu etwas Gutem führen. Oh, neue Pistole. Ah, das ist eine Torgwaffe. Der Glücksfaktor steigt. Schaut fast so aus. I can read talks. Handschrift all over it. Schauen wir nach. Ja, 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 ja. Feuer, explosiv. Oh, runterhupfen. Gehen wir dann irgendwo Automaten. Ich will nicht wieder ganz zurücklaufen. Ich will auch nicht die ganze Loot zurücklassen. Nichts hinter dem Wasserfall. Ich habe nachgeschaut, Jungs. Nichts dahinter, aber. Oh, die Map ist cool, doch. Fällt mir richtig. Die Schnipsel sind immer ein bisschen. Bisschen richtig cool. Bisschen richtig cool. Ne. Schon fast 5 Uhr. Ich zocke schon seit 3 Stunden, okay. Ich weiß nicht, warum ich eine Mitternachts-Session mache. Aber so ist das halt. Ah. Geheimgänge. Rückweg. Ein Rückweg. Oh, das sind doch sicher irgendwo Kugeln, oder? Wo sind die Kugeln? Noch eine Kugel hier. Kiste wieder. Verdammt, die geben mir jetzt schon Überloot. Platz habe ich dann noch. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel Platz. Hat auf jeden Fall Booms. Kann man nehmen. Treffen ist auch schwierig mit der anscheinend. Zerstöre alles auf meinem Weg. Sagt die Karte, wo es hier lang geht. So eine Nebenmission. Machen wir die Nebenmission und dann die Hauptmission. Wenn ich dort bin, bin ich schon voll mit der Loot. Was liegt der Dreck? Oh. Zeit für eine Nebenmission und dann wird verkauft. Das ist der Rückweg wahrscheinlich. Leise Vermutung, Obi. Oder oh, zum Hatten. In der Nähe flattert eine Gedichtseite im Wind. Ein lieblich Zyklop saß in der Taverne. Wir waren wie vom Blitz getroffen. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Sehr schön, sehr schön. Dann werden die diese Mission angehen. Kannst du mir kurz helfen? Ich würde es aber verstehen, wenn du keine Zeit hast. Oh, komme ich da nicht drauf? Verdammt, okay. Ich nippel hier bald ab, Kumpel. Echt nett, dass du kurz vorbeischaust. Ich bin Sully und stecke in dieser Wand fest. Hab das nicht kommen sehen. Das nenne ich mal komplett verkorkst.
Tja, ich bin ein Freund der Geschichte und meine Forschungen ließen vermuten, dass die uralte Kornealkrone in diesen Ruinen verborgen liegt. Doch dann stieg das Wasser und ich wurde bei der Flucht hier eingequetscht. Normalerweise würde ich alles kurz und klein schlagen, aber das bringt vermutlich nichts. Ich hatte zufällig genug Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Wenn der Wasserdruck hinter mir stark genug wird, drückt es mich raus. Versuch es mal mit diesen Hebeln. Hier sind neben mir noch ziemlich gruselige Dinge drin, also beeil dich. Natürlich nur, wenn es keine Umstände macht. Macht es nicht. Ich bin natürlich genau beim falschen Hebel. Klasse, spannend. Du hast es geschafft. Ich spüre, wie der Druck... Oh nein. Freunde von dir? Nein, versteck dich einfach. Schnell. Ich... Oh, hallo Leute. Schön, euch zu sehen. Oh, verdammt. Hilfe! Puh, danke, Kumpel. Ich hätte echt sterben können. Während ich hier halb verreckt bin, ist mir ein zweiter Druckhebel aufgefallen. Damit sollte es gehen. Wer waren diese Penner? Tja, nun, die anderen Zyklopen ärgern mich, weil ich mich mehr für Archäologie interessiere, statt Menschen zu töten. Ach, ich hasse solche Typen. Du hast ein Herz aus Gold, oder? Star, Eiskalt. Herz aus Stahl, natürlich. Ja, das ist es. Schnell! Zieh den alten Sully raus! Sehr gut. So ist es gleich viel besser. Danke. Wo ist der Rest von dir? Oh nein. Ich hatte schon das Gefühl, dass irgendetwas nicht ganz stimmt. Der Rest meines Körpers muss noch in der Ruine sein. Wir sollten ihn suchen, was? Machen wir das. Warte mal, ist das ein Uncharted-Witz? Wegen Sully? Von Archäologie? Könnte sein. Bist du ein Sully-Witz? Sullys Körper. Schätze, was heißt tödlich? Wow! Ich fühle mich endlich wieder wie ich selbst. Ich stecke trotzdem immer noch hier unten fest. Ich habe das alles wohl nicht richtig durchdacht, was? Ich will dich nicht noch mehr in Anspruch nehmen, als ich es bereits getan habe. Lass mich einfach hier zum Sterben zurück. Das ist absolut okay. Nein, nicht doch. Ich mach das. Wie du willst. Ich warte hier dann einfach. Okay. Weitere Hebel drücken, das kann ich. Meine Güte, es funktioniert! Selbst nach all der Zeit. Solche Qualität wird heute nicht mehr gebaut, was? Na los, komm zu mir, Kumpel. Na los, folge mir. Wir können die Kornealkrone immer noch finden. Von wie selten reden wir hier? Nun ja, die Kornealkrone gehört traditionell dem wahren Herrscher über alle Zyklopen. Sie besteht aus purem Gold und kostbaren Juwelen, aber das interessiert mich nicht. Verstehst du? Oh nein, das Wasser steigt. Wir müssen verhindern, dass es hineinläuft. Oder wir drehen um und geben auf. Eins von beiden. Es ist schön, wenigstens einmal Gesellschaft bei einem Ruinentauchgang zu haben. Normal bin ich allein. Wie schön, wir haben es geschafft. Ist nicht böse gemeint, aber solltest du nicht wissen, wie man schwimmt? Scheint mir ein unverzichtbares Talent zu sein. Na, ich habe alle Talentpunkte in Waffen investiert. Ah, verstehe. Nun, du kannst jetzt darunter. Ich bleibe hier, weil ich mich zu Tode fürchte. Und das so kurz vor meiner größten archäologischen Entdeckung. Du machst das schon. Level 40. Mehr Glück für dich, Mamacita. Danke, danke, danke. Du hast einen besseren Kette gefunden. Machen wir mal Skills zuerst. Was ist mein letzter Skill hier? Feuerblitze.
haben wir das da. Und Stärke. Da, hier rein. Also, es gibt noch mehr. Constitution. Ah, ich habe noch mehr Skillpunkte. Machen wir die Spezialsachen vor. Okay. Warte. Hier wollten wir es uns anschauen. Beuteglück. Genau das brauchen wir. Gut, das wird. Ah, Mythosränge. Oh Mann. Eigentlich will ich mir das gar nicht durchlesen. Gott, mehr lesen. Feuerrate, Schusswaffen und Druide werden wahrscheinlich Zaubersprüche sein. Bitte schaden, Beuteklick. Oh. Jetzt Magier. Okay, verstehe. Da kann man überall was reinsetzen. Das lese ich mir sonst mal durch. Sonst wird das zu viel zum Lesen hier. Also kann man hier noch ewig weiter leveln. Mit anderen Worten. Hier runter hier. Keine Gegner. Das heißt, wir können bald mal das Box-Opening machen. Mann, das ist wirklich gruselig. Ohne dich wäre ich da unten sicher etliche Male gestorben. Gut, dass wir uns begegnet sind, was? Dein Blut ist warm, aber nicht mehr lange. Gib mir dein Geld. Das ist es. Die Krönung meiner endlosen Studien hinter verschlossenen Türen. Ich weiß nicht, was ich von diesem Sniper halten soll, wenn wir es gleich sehen. Das andere Sniper war schon ziemlich gut, aber auch schon unterlevelt. Open up. Die Krone. Beschreib sie mir möglichst genau. Wie schwer ist sie? Wie fühlt sie sich an? Sally? Oh nein! Raus da! Ja, du hättest es mit was Fleischschweren abwiegen müssen. Und dann draufstellen. Aber. Ist ja egal. Kommen wir schon hier raus. Das war verdammt knapp. Verschwinden wir hier. Danach sehe ich mir die Krone an. Wupp. Und jetzt ist wieder ruhig. Keine Musik. Stopp. Ich will Musik haben. Ne, den Boss hier noch. Wir haben es geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass wir... Oh. Ehrlich gesagt, wollten die mich zuerst töten. Oh wow, das war der ganze Rest von ihnen.
Ab jetzt kann ich nach Herzenslust Ruinen erkunden. Was für ein Tag! Du solltest diese Krone tragen. Sie steht dir. Oh. Ah, ich darf sie mal aufsetzen. Die Krone tragen? Sie gehört doch dem wahren Herrscher aller Zyklopen. Ich bin doch nur Sully. Alle anderen sind doof und du bist toll. Gründe deine eigene Zyklopen-Crew. Warum denn nicht? Weißt du, vor heute hätte ich so etwas nie in Erwägung gezogen. Aber du hast mir enorm viel Selbstvertrauen in mich und meine Person gegeben. Ich schätze, ich werde deinem Rat folgen. Vielen Dank. Du bist ein Kumpel fürs Leben. Oh Gott. Entschuldigung, ich hab da, glaube ich, was im Auge. 9 Punkt. Okay. Können wir ein bisschen was loswerden? Was haben wir hier? Frostschaden, Status, Zauberschaden, Feuerschaden. Ja. Dunkelmaki. Unten werden wir wahrscheinlich nicht reinhauen. Constitution. Gute Glück. Oh, Mist. Zwei Punkte, wie viel brauche ich da? Ich brauche doch keine 20 Punkte da, oder? Okay. Kann noch was bekommen? Nein. Wird ein bisschen lootlos. Ah. Lassen wir den Rest liegen. Pilzgefährte, schauen wir, ob wir die Automaten drin benutzen dürfen jetzt. Das wäre schon klasse, wenn sie mich hier reinlassen würden, damit ich verkaufen kann. Und die Loot mir dann holen. Nein? Nicht? Ach, kommt schon. Ist das sonst noch ein Eingang? Ist das unterhalb? Ich will doch nur Sachen verkaufen. Nichts. Okay, ich renne auf Kamera zurück. Peace out.